wunderschönen guten Tag. Wir sind auf dem Weg nach Berlin zu den EMAs. Und haben gute Laune. Und haben absolut gute Laune. Bevor ich vergesse, Doro, hier ist das Schwein. Wir müssen ihm noch einen Namen geben dann übrigens, dem Schwein. Piggy. Bitte schön, da ist Piggy. Können wir Peggy draus machen? Ja, können wir auch. Das ist Peggy, soll ich sagen. Leute, ihr glaubt's nicht. Ich war heute in der Schule, 4 Stunden. Dann war mir zufällig schlecht, ist manchmal echt blöd. Bin hierher gefahren, um jetzt heute in Berlin zu sein, die Nacht so dezent vom Ritz zu verbringen. Nächste Nacht EMA. Wir haben gestern noch EMA-Tickets gewonnen, ja? Alex und ich, beide eine der letzten 40 Tickets. Gehen wir abends zu den EMAs, früh um 5 am Freitag fahre ich dann mal direkt wieder los nach Dresden, um dann um 8 in der Schule zu sitzen. Wenn ich danach noch lebe, hätte ich gern einen Keks. Ja, mein Tag war entspannt. Ich bin 9:30 aufgestanden, dann habe ich meinen Koffer gepackt und habe ich mit meiner Mutti geschrieben und ist eine Genfkarte gekauft. Dann habe ich die Tante noch vom ProSieben angerufen und jetzt sind wir im Zug. Apropos, die kommt nämlich heute oben, die Tante von ProSieben. Ist ja nicht so, dass das alles schon lustig genug ist. Nein, wir werden noch von ProSieben begleitet, weil, das wisst ihr noch gar nicht, wir werden höchstwahrscheinlich in Genf, Barcelona und danach jetzt mittlerweile auch noch in Madrid von ProSieben begleitet. Ich feiere ja nicht schon genug Konzerte. Nö. Die 10. Auf jeden Fall, also Madrid muss jetzt auf jeden Fall auch noch sein. Wird der Hammer. Und man bedenke, wir sind 1,5 Tage in Berlin. Das ist der Koffer von Alex. 1,5 Tage. Nicht 1,5 Monate, 1,5 Tage. Ich habe mich dann mal für meine Tattoo-Tasche und die andere große Tasche entschieden. 1,5 Tage. Lasst es auf euch wirken. Also denn, wir rocken weiter.